Das muss Broms Lager sein. Ich sollte diese Wächter ausschalten. Doch keine Leiche. Dahinter muss noch mehr stecken. Einige Blutstropfen scheinen vom Lager wegzuführen. Wem gehört dieses Messer? Hat jemand Brom damit angegriffen? Scheint noch mehr Blut zu führt von hier weg. Da, ein Eimer. Hat jemand das Blut ins Lager gebracht? Die Blutspur endet hier, aber der, von dem sie stammt, muss auch Spuren hinterlassen haben. Haben nichts bemerkt.
Das wird zu schwer. Verrückt. Ob das Blut im Lager wohl von diesem Eber stammt? Falls Brom das war, warum soll sein Volk glauben, er sei tot? Und wozu den Schrein schänden? Diese Plünderer denn da? Dann müsste ich etwas anderes ablegen. War wohl mal ein Wächter. Wenn es Brom ist, ist er sehr geschickt mit dem Speer.
Das nehme ich lieber mit. Man hat diese Vorräte geplündert. War sehr lange ausgestoßen. Wozu jetzt Nahrung und Ausrüstung stehlen? Sind die Vorräte aus dem Lager? Wozu sie erst stehlen und dann wegwerfen? Ich schwör's! Ich bring mich um! Ich bring mich um, bevor ich ihr weh tue! Ich schwör's! Ich bring mich um! Ich bring mich um, bevor ich ihr weh tue!
Du bist kein Geist. Was willst du? Dass du von der Kante zurücktrittst, Brom. Nein! Lass mich in Ruhe! Siehst du nicht, dass ich nachdenken muss? Wie soll ich denn nachdenken, wenn alle mich anschreien? Reiß dich zusammen und hör zu! Nur meine Stimme ist wichtig. Und jetzt tritt von der Kante zurück! Ja. 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 Sie sind Geister. Du bist leibhaftig. Olara hat immer gesagt, wenn ich einen Sprecher sehe, soll ich die anderen ignorieren. Viel besser. Jetzt erzähl mal, was bedrückt dich? Die Geister der Vergessenen. Von der Urmutter verfluchte Seelen. Ihre Stimmen lassen mich nicht in Ruhe. Sie wollen, dass ich Dinge tue. Menschen wehtue. Wenn ich zu den Nora zurückgehe, muss ich vielleicht sogar Olara wehtun. Eher bringe ich mich um, als das zuzulassen. Musst du denn auf die Geister hören, Brom? Sie sprechen jetzt gerade mit mir. Sie sind immer da. Kümmern sich um mich. Leisten mir Gesellschaft. Helfen mir, außer wenn sie schreien. So wie als dieser Jäger mich niederschlug. Schlag ihm den Schädel ein, sagten sie. Das tat ich. Brom, du lebst! Urmutter sei Dank! Verzeih, dass ich dir folgte. Ich musste selbst sehen, dass er okay ist. Oh nein! Nein, 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 nein! Nein! Bitte, Schwester! Ich kann dich nicht schützen! Ich brauche keinen Schutz vor dir, Brom. Wie willst du das wissen? Die Stimmen, die er hört, wollen Blut. Sogar deins. Aber er würde doch seiner Schwester nichts tun. Ich kümmere mich um ihn, seit ich 6 war. Ich will dir nicht wehtun. Aber die Vergessenen, ihre Stimmen. Mein Kopf ist voll von ihrem Geschrei. Für die Rückkehr zu den Nora ist Brom noch nicht bereit. Aber er wird dir nichts tun, Olara. Ich weiß, wo ich bleiben kann. Eine Höhle im Berg der Urmutter. Dort könntest du mich besuchen, solange ich stark bin. Das bleibst du, Brom. Ich helfe dir. Danke, Aloy. Ich kümmere mich jetzt um Brom. Mögest du ungehindert von den Vergessenen ins ewige Gedächtnis der Urmutter eingehen.